So, der magere Barkeeper ist eine halbe Stunde früher gekommen als gedacht. Juna läuft im Hintergrund. So ist öfters. das glaube ich. Okay, ich habe hier feinste Fanpost. Erzähl mal was. Ich hoffe, dass wenigstens irgendwas Sinnvolles mit dabei und nie wieder so gequirlte Scheiße. Das ist die Stimme des Volkes, würde ich mal meinen. Ja, dann geht's mal los. Erzähl mal noch was Schönes. Ich habe eindeutig viel zu wenig geleckt, seitdem ich hier bin. Mit wenig ist gar nichts. Das ist natürlich sehr unangenehm zu hören. Wann kommst du eigentlich wieder? 2 Wochen. November. Ihr müsst dringend diesem Mann helfen, dass er endlich mal den Lifestyle leben kann, damit er nicht immer wieder flüchtet. Es wird wirklich Zeit. Na ui, ein schönes Paket, alles sehr silbrig. Alter, das ist doch süß. Äußerst legitim. Ach Junge, das ist mal ein Verschluss. Vielen dünnen Darm für diesen... Oh ne, jetzt habe ich gleich einen Spendenbecher hier. Also hier, die Moek. Achso, ja, genau. Vielen Schmutzafter. So. Ey. Gierig raffe ich das Kleingeld zusammen. Aber bitte nicht scheißen. Nein. Du verstopfst wieder alles. Achso, ich Max, lateinischer Name, der größte von lateinisch Maximianus, Lul, hat eine künstlerische Ader und ist ein Ästhet mit einem sicheren Geschmacksempfinden. Er ist hilfsbereit, geduldig und steht dem Leben positiv gegenüber. Auf den Namen Max kann man stolz sein. Lol. Lul. Oi, na vielen Godzilla. 0 Euro. Griechische Währung. Ach, 0 Euro, das ist nice, das gefällt mir, das werde ich im Schänder wahrscheinlich weiter reichen. So, was haben wir hier Schönes? Mein geiler Enkel Max, als Dank für nichts schicke ich dir Geschenke. Der Gummibärensaft ist schon eine Weile abgelaufen, schau mal aufs Datum, aber eventuell ist er noch gut. Ebenso die Medikamente. Ach Junge, Medikamente kannst du wirklich brauchen, nimm sie bitte. Meine Mitinsassen im Rentnerheim finden übrigens, du sollst noch mehr Homo-Inhalt produzieren. Zum Beispiel mal zum Inkognito in die Knorrwanne, Hector Panzers schwarze Mamba beschwören oder dem süßen Captain den Arnus verwöhnen. Lasst uns endlich an eurer Krankenliebe teilhaben, dann kriegt ihr auch mehr Geld. Ich glaube, wir sollten endlich mal wieder so einen Dampf vortreten. In der Tat. Vielleicht helfen die beiliegenden wunderbaren Dinge dabei, das Eis zum Schmelzen zu bringen. Ich kotze derbe im Strahl. Deine heiße Oma, wie immer im Suff. Das ist eine schöne Karte, die hebe ich mir auf jeden Fall auf. Gut. Ach, Junge! Was zum Penistheater? Ach, Junge, ich scheiß mir klein. Das ist ja absolut geil. Das ist immer Kompensat. Warte, das ist. Alter, das Geist ist krank. Junge. Da steckt man seinen Lümmel durch, sozusagen. Ja, was ist denn sonst? Es gibt da sonst nichts anderes. Junge, das Glied ist Nasenaffen. Alter, ist das geil, durchs Popcorn. Junge, ich scheiß mir ein. Die Zunge des Chamäleons, die Nase von Pinocchio. Ich glaube, das ist doch mein Ex vertreten. Also das ist... Oh, Junge. Also das ist wirklich... Junge, das bist einfach nur du. Hey! Das ist eigentlich. So sehe ich in der Straßenbahn aus. Das ist wirklich mal was. Ja, das war immer ich. Ich muss mich einfach entblößen. Das ist wirklich. Das ist Kunst. Also, das ist eines der schönsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Muss ich echt sagen. Geil. So, Pfand. Das ist natürlich das zweitschönste, was ich jemals gesehen habe. Oh, ein Sparseibt. Heiliger. Ui. Vielen. Ach nee, das gehe ich nicht auf. Irgendwas Mäbel hier. Wie bitte? Mit ein bisschen Gewalt kriegst du es drauf. Ja, das gilt für alles eigentlich. Das mache ich später in Ruhe. Lul. So, mehr Pfand. Noch mehr Pfand. Ui. Noch mehr Pfand. Ah. So, Na,
Vielen. Oh, Junge. Also hier ist alles zensiert, gut. Das ist sehr gut. Abbildung fürs Video zensiert, danach darfst du die Aufkleber abziehen und ejakulieren. Lol. Das ist wirklich sehr. Ih, das ist ja Glitzerstaubkacke. Fight Homophobia. Warte mal, ich öffne das jetzt mal, das ist spannend. Moment. Ich muss mal gucken, ob da noch irgendwas Verwerfliches ist, aber es ist sehr schön abgeklebt. Das ist wirklich sehr nett. Oi! Oh, dieser verfickte Glitzerstaub. Nee, ich pack das hier nicht aus, weil dieser Glitzerstaub ist absolut widerwärtig. Oh nee, jetzt hab ich den hier überall. Fickt euch. Oh nee! Oh, ich raste wirklich komplett aus. Hebt los auf den nächsten Crystal Street Day. Ja, der ist heute. Verdammter Müll hier, so. Bitte keinen Glitzerstaub in die Post, danke. So. Das ist also mystisch verpackt. Oh, diese Schnips. Feinster Pfeffi. Vielen Dünndarm. Taschentücher. Ist ja irgendwie schlecht. So, Junge, die Tabletten Taxofit. Das war Leergut. Pfand. Badelatschen, was zum Teufel? Red mal mit den Leuten. Ich bin stockschwul. Trödelmarkt. Trödelmarkt. Das ist nice. Sehr schön verpackt auf jeden Fall. Junge Viagra. Sildenafil, wenn das echt ist, Alter, warte mal. Viagra ist auch teuer, jetzt mal im Ernst. Ist eh nicht drin. Ach, verdammt. So, klar. Sehr schade. Kannst du auf einer PS16-Party an irgendeinen so Knopf so kaufen? Oh, dann Fuzis, bitte. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Was ist denn das? Ach, das ist der Gummibärensaft. Schön eingepackt alles. Das ist wirklich sehr ehrenwert gestaltete Fanpost. Das Abkleben dieser schwulen Männer ist auch sehr nett gewesen. So lobe ich mir das. Mindestens haltbar bis 18.02.99. Also ich denke mal, das stellt einen neuen Rekord dar, was vergammelte Fanpost angeht. 99, warte. Ja, nee, ja, doch schon, weil ja. Die ich habe, die sind auf jeden Fall mehr später als 99 geboren. Das ist wahr. Das ist meistens so 2005er Baujahre. Natürlich, ich verstehe die Frage nicht. Eieiei. Oh, ein Flummi. Ja. Oh, das ist natürlich fein für meinen gestressten After. Feuchttücher. Klosterfrau fickt mich einfach alle. Naja, das ist auf jeden Fall ein sehr nettes Paket gewesen. Lange Nacht, Team. Ach, dann geht's pimpern. Tirol. Na, oi. Also wirklich vielen Mastdarm. Hat mir wirklich Freude bereitet, dieses zu öffnen. Weiter geht's damit. Das ist schon ein bisschen aufgeweicht. Das ist ja feucht, die Pappe. Ja, Vorspiel gespart. Es liegt nichts darin, außer das. Ah, hier steht noch was drauf. Alter. Hashtag Liebe. Nicht alles auf einmal ausgeben, du Schwein! Das ist mal sehr, sehr schön verpacktes Kleingeld. Das hat man Ehre verdient. Schickt mir öfter sowas. Kann ich gar nicht mehr dran halten. Lull. Ich wüsste damit einiges anzufangen.
Ich würde das gerne alles in einer billigen Hure verschwinden lassen. Nein, hey, mein Gedanke. Ein menschliches Sparschwein, aber ja, vielen Daumen. Nee. Ich kenne das. Der macht mich wahnsinnig damit. Nee, das ist einfach nur wunderschön. Vielen Mastdaum, das ist genau die Art von Fanpost, die das Glied steifen lässt. Gut, weiter geht's. So. Vielen Dickdarm. Hast du schon mal was so aufgeschlitzt? Ich habe schon Bewährung, ich kann das nicht hier noch veröffentlichen. Ja, das ist wahr. Okay. Hallo Max, im Buffet befinden sich zwei T-Shirts aus unserem Shop. Feinster Suff, Pfand, Kleingeldshop, Prostshop.de, Instagram, Prostshop.de, Gruß. Lul, Gruß. Ah, das ist ja was für ein Captain, das sehe ich. Ach, Krombacher, ja, das ist echt. Ich trinke nur Krombacher Radler. Aber das wird er auf jeden Fall. Captain Dreck ist ab heute wieder im Lande. Ja, stimmt, Captain Dreck kommt ja wieder. So, nice. Kannst du das bitte mal auspacken? Ja, das ist so eine frohe Botschaft. Ihr könnt euch alle mit dran halten. Ist das geil. Ja, vielen Daumen auf jeden Fall. Das werde ich dann direkt mal anziehen. Ich auch mal direkt mal zulegen. Das sind Nudes. Das ist das nächste Artium. Junge. Das bitte auch, mein Schatz. Ich... Der magere Werbeträger. Kann ich einfach K.O.-Tropfen draufstehen? Statt Junge. Das sind sehr simple Nachrichten, Botschaften, und, aber sehr angenehme. Vielen Dünndarm. Sind Nudes war schon schöner. Hey, feins ist Kleingeld. Das ist das Einzige, was schöner ist als Nudes, Kleingeld. Vielen After. Ei. So. Ein Mixery. Iced Blue. Auch ein sehr Lieblingsgetränke des schmiesen Schänders. Moment sein. Ach, noch ein Krambach. Na gut. Freut sich der magere Captain. Das Maidenvieh trinkt das auch, aber ich werde es dem Captain einflößen. Hier sieht es schon wieder aus wie hingekackt und hingeschissen. Gut, da schaffen wir ja alle vier Pakete, das ist erfreulich. Heute ist wirklich mal Fanpost allererster Güte. Also muss ich sagen, nice. Die Qualität ist höher als normal. Heute ist nicht zu früh, das kann jetzt alles Mögliche tun. Das ist wahr. Ich glaube, die ersten drei Pakete geil, die anderen drei Pakete Müll. Na. Wie oft mir die Leute immer schreiben, ich schicke dir einen überfahrenen Igel oder so. Zum Glück, ja, zum Glück ist noch nie passiert. Ich hoffe, irgendwann kriege ich mal dein bestes Stück hier drin oder so. Es gibt schon eine, das Deutschland ist schon krank genug, also man weiß nicht, ob das wirklich schon mal vorkommt. Ey! Was ist denn hier los, Alter? Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, wollen wir nie ablenken hier? Wir wurden auf dem Dachboden von heute gestern. Ey! Alter, diese Mütze, die suche ich schon so lange. Nice. Blöd. Bist du ein Fan von Donald Trump? Auf jeden Fall. Was will ich mit der Merkel? Ach Junge, ja, ist gut. Will ich nicht weiter ausführen. Vielen Mastern für diesen Hut. Make Germany great again. Melk den Barkeeper again. Ja. Jetzt habe ich endlich mal so eine Katze. Ich sage jetzt nichts. Ja, ich weiß, ich bitte. Cremiger Duschschaum, hier, bitte schön. Na geil. Das gefällt den meisten Gästen. Nee, das ist Duschschaum. Das ist doch. Nee. Da wichst du lieber selbst, als hier vorzutäuschen. Oh, du Knecht! Du blödes Schwein! Ruhe jetzt hier, weg damit, meine Güte. Lass mich wahnsinnig. Gut, weiter geht's. An den Schänder Knorr. Ich guck erstmal, was hier drin ist. Da ist ja wirklich nur Knorr drin. Lol. Knorr.
So, Lul, gut, das kommt zum Schänder. Und Ehren werden, ich hab mich noch gar nicht gesehen, stimmt, ich habe mich ja rasiert, ich habe jetzt gar keinen Bart mehr. Ich fick mich selbst so. Lieber Max, ein Paket mit Liebe zusammengestellt. Aus Mulm und Müll. Soll dich erfreuen. Ich hoffe sehr, du hast die miese Sau zur Strecke gebracht, die in Thailand deinen Begen gestohlen hat. Grüße aus Emskirchen gehen raus und die versammelte Mannschaft. Fettfinger Flock, die Mast in Person. In Fotzrikot, Drohnen, Kinder und Waschmaschinen-Gender. Captain Schmutz. Den äußerst mageren Barkeeper, den bärtigen Jedi. Geburtstagsgrüße an dieser Stelle. Elias. Bitte lass dir eins gesagt sein. Nicht so nah. Keep it real, keep it fresh. Schüsch muss... Was? Kauft mir Pfandangels Ems Kirchenmerch und vielen herzlichen After für all deine Videos. Ja, okay, ich danke dir für diesen ehrenwerten Brief und das Paket. Schauen wir mal weiter hinein. Hühner Gott. Dann Valerie macht den Zähne auf. Das ist erfreulich. Okay. Oi, Prosecco? Pfui, lieber Moe. Ah, das sind wahre Worte. Das ist Moe oder Champagner für... Ja, ist gut. Nee, das ist... Sagst du nicht. Ja, wir wissen alle, was du sagst. Okay, ich verstehe. Ach, warte mal. Nee. Mountain Dew? Danke für das Lehrgut. 3D-Printed Grinder. Lol. Das ist ja wirklich ein 3D-gedruckter Grinder. Warte mal, da gucken wir gleich mal zusammen rein. Legalized. Alter, das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Also anscheinend hat die Sau hier einen 3D-Drucker. Werde ich auch irgendwann mal in Händen halten. Och Mann, diese Unprofessionalität, es tut mir wirklich überhaupt nicht leid, dass ihr hier so lange warten müsst. Gut. Sieht die eine Seite aus. Ja. Die andere. Ja. Also ich würde mir da was anderes 3D drucken, aber irgendwann geht es auch mit Silikon, da kann man sich jeden nach... bauen, den man will. Ich werde jeden Tag gemolken. Na gut. Das ist natürlich noch besser. So, was ist denn hier drin? Pervis. Lul. Oi. Das lässt sich halt nicht einschalten, na gut, ich. Ja, genau. Ihn, man verbraucht doch Mundschutz. Lul. Seid. Batzk. Lol. Danke für diesen Cent. Boah, das ist mein Messer. Achso, hier. Lul. Helia. Neu. Vielen schmutzigen Daumen. So wie ein Prachtexemplar. Achso, meinst du jetzt Messer oder was? Ja, okay. Weiter geht's, hier ist ein vorfrankierter Umschlag. Ludwig! Gut, benutzt das Kondom. Ja, das ist wohl die Autogrammkarte. Sticker aller Art. Die Jizzes, das Hand Snippet. Okay. Keine Kondome, denn du fickst ja generell ungeschützt. Ja, da ist was dran. Das ist ja nichts Neues. Oi, das ist auch gut so. Oi, in den Pfandbank aus dem Rewe Zwingel, da war ich auch schon mal. In Emskirchen, das ist einfach nur... Kulturgut. Oh, ich habe nur 1 Minute, 17 Sekunden zum Aufnehmen. Müssen wir uns kurz fassen. Showercap, eine Duschhaube, vielen Daumen. Ein Schöller-Kartenspiel, das ist auch was Feines. Ja,
ein Reflektor von einem Baustellenschild. Ich soll lieber ein Baustellenschild direkt schicken. Nein, auf keinen Fall. Ein Angelköder, Trödelmarkt. Brauchst du nicht auf dem eigenen. Was ist denn das? Abi-Stimmung. Abi 18. Junge, das ist ja ein... Ach du Scheiße, da kriegst du doch keinen Ständer. Hä, wie nennt man das? Ein Jahrbuch ist das. Das sind die ganzen Leute hier aufge... Alter, was zum Fick. Ich kann jetzt die Leute hier nicht filmen. Das ist ja wirklich denn sein Jahrbuch. Junge! Alter. Ja, die kann ruhig schon mal Probe fahren. Ja, danke für dieses Wix-Material auf jeden Fall. Das werde ich mir dann zu Gemüte führen. Jo, vielen Schmutz auf der. Noch 8 Sekunden Aufnahmezeit, willst du noch was erzählen? Schickt einfach Moe.